Dankeschön. Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Weinliebhaber und Weinliebhaberinnen, wie schon erwähnt, ein paar Gesichter haben wir das letzte Mal schon gesehen und haben auch erfreulicherweise auch neue Gesichter mit an Bord und neue Besucher. Ich darf Sie alle recht herzlich begrüßen zu unserer Online-Verkostung. Mein Name ist Andrea Jöbstl-Brattes und ich bin die Marketingleiterin der Weinsteiermark. Wir haben heute die zweite Online-Verkostung. Die Idee dieser dreiteiligen Serie ist es, die drei DAC-Weinbaugebiete der Steiermark kennenzulernen. Vergangene Woche haben wir schon die Weine der Südsteiermark vorgestellt. Heute werden wir ins Vulkanland Steiermark DAC Einblick erhalten. Und nächste Woche am 26. Mai wird dann der Abschluss in der Weststeiermark erfolgen. Die Idee hinter der ganzen Geschichte ist, dass wir einerseits die Weine Ihnen präsentieren können und andererseits auch die DAC-Gebiete. Die Idee hinter dem Herkunftssystem, die Strategie, wie es die Weinbauern mit ihren Vinifizierungen im Jahr sozusagen, im Jahr 2018 ist das DAC-System eingeführt worden und heuer mit dem Jahr 2020 gibt es doch jetzt schon einen dritten Jahrgang. Ja. Was stellen wir Ihnen vor? Von den Sorten her ist es so, dass wir wieder DAC-Rebsorten Ihnen anbieten werden. Wenn Sie sich jetzt fragen, warum das Sauvignon Blanc nicht mit präsentiert wird, dann liegt es daran, dass wir der steirischen Paradesorte und jener Sorte, die mittlerweile die meist ausgepflanzte in der Steiermark ist, eine eigene Bühne geben werden, und zwar nächste Woche am 26. Mai. Ja, bevor ich nun die Moderatoren vorstellen darf, möchte ich ein paar organisatorische Worte noch sagen. Zum einen ist es so, dass Sie vor sich bestenfalls Weingläser haben und die gekühlten Weine, die Ihnen per Weinpaket zugeliefert worden sind. Wir haben Ihnen auch ein Verkostungsbüchlein hineingelegt. Da sind die analytischen Daten der Weine drinnen. Sie sehen auch an jedem Büchlein am Ende sozusagen einen QR-Code, der führt Sie direkt dann zu den Weinen bei den Weinbaubetrieben. Wenn Sie das Ganze lieber online mitverfolgen möchten, dann finden Sie jetzt im Chat den Link auf unsere Website, wo eben die Weine, auch Hintergrundinformationen zum DAC-System online sind und Sie kommen dort auch unmittelbar direkt auf die Websites der Weinbauern, die hier vorgestellt werden. Wir nehmen dieses Online-Tasting auf. Das werden die Sprecher gezeigt bei diesen Aufnahmen und am Ende, wenn es dann um Fragen und Antworten geht, dann werden wir die Aufnahmen stoppen, weil wir diese Aufnahmen auch in Social Media Kanälen verwenden werden. Das heißt also, sie werden natürlich dann nicht gezeigt. Ja, apropos Chat, wenn Sie Fragen haben, dann bitten wir Sie einfach in den Chat Ihre Fragen hineinzuschreiben. Wir werden das so handhaben, dass wir Fragen, die Weine betreffend, unmittelbar beantworten werden. Wenn es Fragen gibt, das DAC-System betreffend oder auch das Vulkanland Steiermark DAC, dann wird es die Möglichkeit geben, am Ende in einer offenen Runde in die Tiefe zu gehen und hier durchaus sozusagen in einer Diskussion Rede und Antwort zu stehen. Ja, zum Thema Social Media, wie Sie alle wissen, morgen öffnet ja die Gastronomie in ganz Österreich und natürlich auch das Weinland, worauf Sie schon alle sehr freuen. Umso mehr freut es uns wirklich, dass Sie heute sich die Zeit genommen haben, hier auch dabei zu sein. Wenn Ihnen Weine gefallen, wenn Sie zum DAC-Herkunftssystem einfach was sagen möchten, Ihrer Fangemeinde und Ihren Fans auf Ihren Social-Media-Kanälen, dann freuen wir uns sehr, wenn Sie auch etwas über diese Verkostung heute oder auch über die Weine mitteilen werden. Ja, gut. In diesem Falle freut es mich sehr, die beiden Moderatoren vorstellen zu dürfen. Die letzte Woche dabei waren, haben ja schon die erste Runde miterleben dürfen. Caro Maurer ist heute wieder mit dabei. Hallo, Caro. Servus in die Runde. Hallo. Ja, Caro ist Journalistin, eine Expertin, die vor allem das DAC-System von einer Außensicht beäugt, sozusagen, die die Weine auch entsprechend vorstellen wird. Und ja, mit Fragen und Antworten auch mit dem Daniel Pfeiffer heute ihre Expertise einbringen wird. Sie hat als erste Frau im deutschsprachigen Raum die weltweit schwierigste Weinprüfung bestanden und damit den Titel Master of Wine erlangt und ist auch im Lebensmittelhandel
in der Beratung tätig und auch unterrichtet an Weinakademien in ganz Europa. Ja, dann darf ich noch den Daniel Pfeiffer vorstellen. Hallo, hallo Daniel. Hallo. Der Daniel Pfeiffer ist Vorstandsmitglied der Wein Steiermark. Er vertritt einerseits damit die Winzerkollegenschaft, das sind rund 450 Weinbauern, und ist auch Weinbauer in St. Anna am Eigen im Vulkanland DRC, bewirtschaftet ca. 10 Hektar, hat heuer den Weinbaubetrieb übernommen und wird jetzt für die da sein und entsprechend mit der Caro Maurer durch die heutige Online-Verkostung führen. Ja, ich darf Ihnen spannende 1,5 Stunden wünschen und übergebe das Wort an die Caro. Ja, nochmal hallo an alle und ich sehe immer parallel ein bisschen unten im Chat. Willkommen in meinem Büro, nicht in der Steiermark. Der Daniel muss später gleich erklären, was man bei ihm im Hintergrund sieht. Bei mir sieht man im Hintergrund wirklich meine Weinbücher. Und was man nicht sieht, ich zeige es nochmal von letzter Woche, es hat sich nicht verändert technisch. Mein selbstgebastelter Weinkühlschrank mit allen Kühlelementen und allen Fläschle. Und ich habe gerade gehört, dass einige Büchlein nicht angekommen sind oder das falsche Büchlein. Also dann darf ich euch sagen, kein Problem. Machen wir es einfach so. Wir sagen, wenn wir die Weine probieren, welche wir im Glas haben, damit ihr zumindest dann hört, was es ist. Ansonsten, ich glaube, die Andrea hat die auch online gestellt. Also es gibt immer den Link dann unter der Verkostung und da sieht man die Weinliste auch online. Und was ich zu den Weinbüchle auch nochmal sagen wollte, da bin ich letztes Mal gefragt worden, die Steiermark ist einfach ein internationales Weinbaugebiet. Deswegen sind die Begriffe Alkohol mit AL, RS steht für Residual Sugar, Restzucker, und AC steht für Acidity, für Säure. Also auch das im Weinbüchle, um das nochmal zu erklären, falls jemand sich wundert, was die Buchstaben bedeuten. Und Sie sehen das schöne Bild jetzt hier, schöne Szene von der Steiermark. Aber die erste Frage, die ich schon habe, wenn wir einmal zur Landkarte gehen, zu Vulkanland Steiermark. Vulkanland Steiermark, ich habe es kennengelernt, als ich angefangen habe mit dem Wein, als die Südoststeiermark. Und jetzt mit dem DAC-Herkunftssystem, das die Steiermark ja 2018 übernommen hat, umbenannt in Vulkanland Steiermark. Die Frage an dich, Daniel, du warst ja damals schon mit involviert bei der Entscheidung, obwohl du das Weingut noch nicht geleitet hast. Warum Vulkanland? Macht es das klarer, macht es das logischer, macht es das deutlicher eigentlich vom Namen her schon? Ja, das glaube ich schon. Also wirklich, das steirische Vulkanland, das gibt es ja schon lange, dann wurde schon im Tourismus mittransportiert. Und wirklich Südoststeiermark war so ein Doppelbegriff, einmal die Südsteiermark und einmal die Oststeiermark. Und ich glaube, mit Vulkanland Steiermark haben wir einen super Begriff und einen super Namen, der wirklich in der Steiermark wieder abgrenzt. Jetzt haben wir einmal die Weststeiermark, einmal die Südsteiermark und dann Vulkanland Steiermark, unsere drei Weinbaugebiete. Ich glaube, das hat auf jeden Fall Sinn gemacht, ja. Wie unterscheidet sich dieses Vulkanland von den anderen beiden Teilen, von der Südsteiermark und von der Weststeiermark? Jetzt gar nicht so sehr vom Wein, da wissen wir natürlich der Schilcher und wir wissen Sauvignon Blanc, aber der ist hüben wie drüben. Aber was ist so die Unterschiede, vor allen Dingen Klima und Böden? Genau, der Unterschied ist großteils vom Klima und vom Boden. Sondern vom Klima her sind wir schon geprägt vom pannonischen Einfluss. Wir sind etwas wärmer. Die Weststeimark und die Südsteiermark hat mehr den illyrischen Einfluss von der Choralpa, etwas kühler, mehr Niederschlag. Und wie gesagt, das Vulkanland eher mehr den pannonischen Einfluss, mehr Sonnenstrahlen, weniger Niederschlag, dadurch vielleicht etwas weniger Säure, vielleicht etwas mehr Alkohol und natürlich auch die Böden. Wie ihr auch in der Karte sieht, sind überall so rote kleine Punkte und das sind die Vulkane. Wir haben wirklich das Vulkangestein, den Basalt, den Tuff und das ist wirklich einzigartig. Ja. Wo findet man diese Kombination sonst noch in Österreich? Mit dem Tuff und mit den Vulkanböden, gibt es das überhaupt noch oder ist es einmalig? In Österreich ist es schon wirklich, glaube ich, ganz fast einmalig. Es gibt das ja sonst, wir haben so Kooperationen sonst im Kaiserstuhl oder auch im Soave-Gebiet haben wir Vulkangestein viel, vielleicht noch am Eisenberg etwas. Da gibt es auch noch eine Ausläufer und sonst kann ich jetzt nicht genau sagen. Wie hoch reichen die Vulkankegel hoch? Was ist die Höhe bei euch dort? Ja, der höchste Hügel oder der höchste Berg ist genau, wo unser Betrieb sitzt.
in St. Anna am Aigen. Das ist der Hochstrahlener Kogel. Und der hat 609 Meter, ist der höchste Berg, der höchste Hügel im Vulkanland und ist ein erloschener Vulkan. Und wie gesagt, dort wird noch Basalt abgebaut. Da wird wirklich ein Steinbruch und da wird noch der Basalt abgebaut für die. Ja. Wie meinst du, dass man zum Beispiel die Vulkanböden in den Weinen wiederfindet, dass man sie erspüren oder erschmecken kann? Ja, die Vulkanböden sind eher gediegener im Wein. Wir haben vielleicht oft das Erdige, also ein bisschen Kreidige, sonst auch in der Frucht, wie auch im Riedenwein, eher zurückhaltender und es gibt einen schönen Nerv. Ja. Man sieht jetzt hier noch auf der Karte diese wunderbar diese Unterteilung des Vulkanlands. Wie kam die zustande in diese Regionen? Ja, das ist die Ortsweinkarte und wir haben ja einige Ortsweine hier im Vulkanland. Und das ist halt auch geteilt worden in verschiedene, sagen wir mal, mit Klöch, was einzigartig ist, was Vulkan rundherum ist, mit den Traminer, dann den Ortswein Dieschen, dann Ortswein St. Anna, der Ortswein Straden und St. Peter am Ottersbach. Wir haben wirklich mehrere Ortsweine, die sind jetzt auch natürlich aufgetrennt durch die Weinbauvereine. Und die zwei großen Ortsweine ist einmal die Riegersburg, die wirklich natürlich, wie man da am Foto auch sieht, ein prächtiges Objekt im Vulkanland ist und Oststeiermark, weil natürlich eher nicht die Weinbau so eine große Dichte hat, aber wirklich so vereinzelte Weinbauinseln gibt es dann. Ja. Dagmar, zeigst du uns einmal diese komplexe Karte, wie es jetzt unterteilt ist? Also wir haben den großen Mittelbau gesehen gerade, Ortsweine, also diese Unterteilungen, diese 9 oder 10 Unterteilungen, das waren ja, die Ortsweine. Genau. Und Gebietswein ist dann alles, da steht dann nur noch Vulkanland drauf auf dem Wein. Oder was sehe ich auf dem Etikett? Ja, am Etikett siehst du einfach die Sorte, wie zum Beispiel dann der Welschriesling und Vulkanland Steiermark DRC. Das ist am Voretikett. Und bei Ortswein lese ich dann Riegersburger? Genau, beim Ortswein kann man dann sagen, dort ist dann wieder Welschriesling zum Beispiel, oder nehmen wir Sauvignon Blanc, St. Anna, Vulkanland, Steiermark, DRC. Wirklich, je enger die herkommt, habe ich noch den Ortswein, und das ist St. Anna. Oder, dann gibt es noch den Riedenwein, und dort hat man dann zum Beispiel Ried, sag mal, Stratner Rosenberg, Vulkanland, Steiermark, DRC, und auch natürlich die Sorte, wie zum Beispiel Sauvignon Blanc. Wird der Ort immer gekoppelt mit dem Lagennamen? Nein, das gibt es nicht. Okay. Der Ort ist nur extra. Es gibt keinen, der Ort mit den Lagenweinen wird nur dann gekuppelt, wenn zum Beispiel, es gibt mehrere Rosenberg natürlich. Rosenberg gibt es in Klöch, es gibt in Straden einen Rosenberg, es gibt in St. Peter einen Rosenberg, nur durch Stradener Rosenberg oder Klöcher Rosenberg. Wenn man jetzt sagt, man hat jetzt nur, also meine bekannte Riede wäre zum Beispiel in St. Anna ist Schemming, es ist nur Riedschemming zum Beispiel. Und wenn unser Betrieb jetzt auch in St. Anna ist. Ganz wunderbar. Fangen wir denn mit dem ersten Flight an. Ich habe mir schon rausgeholt und aufgemacht, weil manchmal tue ich mir richtig schwer mit diesen Schraubverschlüssen. Dagmar, fahrst du mal runter, dann probieren wir einfach die Weine und haben wir sie besser in Sicht. Danke, dann sehe ich euch mal. Also, 3 Gläser, 3 Fläschle und wir fangen an, weil manche eben die Weinliste nicht haben. Weingut Domitner, Glöcherhof. Wir haben einen Gebietswein, Klassik, Welschriesling 2020. Wir haben der zweite Wein vom Leitgeb, auch Klassik, Welschriesling. Und der dritte Wein ist auch Jahrgang 2020 vom Weinhof Punner, auch ein Gebietswein und auch ein Klassik. Und lasst uns die mal verkosten. Ganz schön viel. Wir haben übrigens ein sportliches Programm, also 15 Weine in 1,5 Stunden. Da haben wir ganz schön was zu tun. Und das Schöne ist, wenn man drüber reden kann, gell, Daniel? Ja, genau. Also es wird in 3er Flights verkostet, weil die Frage auch war.
Ja, ein Dreierflight sollte man verkosten. Es passt immer, die Rebsorten sind angepasst. Manchmal ist es zwar gemischt, wir haben diesmal 5 Dreierflights, manchmal ist es zwar gemischt mit Gebietswein und Ortswein, aber hier in dem Fall sind wir an der Basisstufe. Und die Basisstufe, das merke ich schon, wird im Vulkanland oft Welschriesling angesehen. Ich mag die Rebsorte übrigens unwahrscheinlich gern. Das ist für mich so der Aperitifwein, der leichte Wein, wenn ich irgendwo einfach mich hinsetzt, entspannen will, nicht groß den Wein tot diskutieren will, dann Welschriesling. Und hier habe ich schon festgestellt, dass er oft auf sich eher in der unteren Kategorie der Pyramide befindet. Gibt es denn auch Welschrieslinge? Weißt du das? Ja, gibt es auch. Es gibt einige Riedenweltschlösslinge. Ich habe auch einen, das ist ein Ried Annaberg, das ist ein Knaller. Oder auch der Christoph Stephan hat einen Weltschlössling, Ried Rosenberg. Und das wird dann oft spannend, wirklich im großen Holzfass ausgebaut. Ja, René Kolleger findet das auch. Riesling ist das, Welschriesling ist das Beste. Also, der erste ist Genau. natürlich, das ist richtig, der Einstiegswein natürlich so kühl vergoren. Der hat nur diese leicht quietschigen Ananas, Gelee, Banane, all diese Eisbonbon, diese kühlen Gäraromen drin. Aber das macht ihn eigentlich so erfrischend. Das finde ich immer ganz angenehm. So diesen Eisbonbon, so eher der kühlere Typ. Daniel, die Frage ist gekommen, ob die Stilistik Klassik, was das jetzt aussagt. Ja, Klassik ist oft ein Begriff, kann man sagen, der was bei uns verwendet wird, wenn die Weine eher fruchtiger sind und im Edelstahltank ausgebaut sind. Genau. Eher die leichten, fruchtigen Weine im Edelstahltank, kann man ganz, ganz grob sagen. Ich glaube, das ist sogar vorgeschrieben für Ja, Klassik. Also genau. der Begriff Klassik ist tatsächlich vorgeschrieben, dass kein Einfluss von Holz, sondern Edelstahl, dass die Frucht im Vordergrund steht und die Rebsorte im Vordergrund steht. Und ich glaube, das merkt man bei dem ersten. Der ist so dieser knackige Säure, leichte Wein, Trinkkick, wenn man mal Neudeutsch spricht und richtig auf die Frucht. Das ist so, ich zeig mal alles, was Welschriesling hergeben kann, wenn er kühl vergoren ist. Also man hat relativ viel rausgeholt dabei. Macht aber Spaß. Also das sind für mich wirklich, wir haben das letztes Mal schon diskutiert, Terrassenwein. Ich sagte Terrassenwein und einer sagt, wow, das ist aber nichts Böses, ein Terrassenwein. Nee, es ist überhaupt nichts Böses. Ich mag Terrassenweine auch. Also der wirklich gut gekühlt und ich finde den wunderbar erfrischend. Genau, finde ich auch. Der zweite, das ist der Wein von Leitgeb. Da merkt man schon, der ist jetzt nicht mehr ganz so auf diese esterigen, diese frischen, primären Aromen, sondern der ist verhaltener. Der war mit Sicherheit auch, denke ich mir, höher in der Vergärung, bei der Temperatur. Mehr Kräuter, so diese Zitrusblüten, Lindenblüten, Holunderblüten, also leichte Aromatik, duftig. Ja, merkt man schon, der ist zestig, der hat so eine knallende Säure und auch das pusht die Frische eigentlich noch, das pusht die Leichtigkeit, das gibt ihm so einen richtigen Drive. Also macht schon richtig Spaß, der Wein. Und man merkt, der hat hinten ein bisschen mehr Länge. Also der ist nicht nur auf diesen ersten Eindruck gebaut, sondern der zieht hinten ein bisschen länger mit, hält ein bisschen länger durch als der Wein davor. Und dann haben wir jetzt den dritten von Brunner. Eher ähnlich wie Leitgeb, nicht mehr ganz so auf diese Kaltgäraromen gesetzt, sondern auch eher auf diese Blüten, Orangenblüten. Das sind noch so Zitrusblüten, bisschen Waldmeister. Auch eine straffe Säure. Da merkt man, es ist eine straffe Säure. Ich habe das Gefühl, der ist trockener als die anderen beiden, obwohl die Werte sind fast genauso. Aber man merkt bei 6,5 Gramm Säure und dann 1,1 Restzucker, das ist schon ein etwas strenger, ein strafferer Wein. Er hat so einen leichten Fiss, so ganz leichten. Ich weiß gar nicht, ist es Brickel oder ist es so ein bisschen drin, was ihn nochmal leichter macht. Ich fand den zweiten von dem Flight.
der hat mir eigentlich am besten gefallen. Also der erste war mir ein bisschen sehr laut, ein bisschen sehr einfach gestrickt. Den zweiten fand ich jetzt eigentlich sehr schön. Der hatte noch ein bisschen Gewicht reingebracht, ein bisschen Länge reingebracht. Und der dritte, der ist mir ein bisschen streng. Vielleicht ist es bei mir, ich bin als Deutsche so an Restzucker gewohnt, dass ich dem vielleicht einen Gramm mehr gönnen würde. Was meinst du, Daniel, was sagst du dazu? Finde ich auch so, aber ich glaube, der dritte passt optimal im Sommer, wenn es richtig heiß ist. Schön knackig, ganz trocken, super Säure. Finde ich schon richtig cool, seine vibrierende Säure am Garmen. Ich sage nochmal für Helge den Ort dazu. Na, das kann ich ja gar nicht. Ich habe die Orte gar nicht in meinem Weinbüchlein stehen. Da schau mal an. Ich weiß, aber der Mittner kommt aus Kirch. Der welcher? Der? Ja, der erste ist Weingut der Mittner, der kommt aus Klöch. Aus Klöch? Ja, dann Weingut Leitgeb, das ist in Traubmannsdorf, also Bad Gleichenberg. Also wirklich fast 10 Kilometer Luftlinie. Und Weinhof Brunner ist dann etwas nördlicher, ist bei Ilz. Circa bei Ilz ungefähr, ja. Gut, liebe Dagmar, könntest du nochmal die einfache Pyramide hochziehen? Ich würde nämlich nochmal gern... jetzt haben wir die Gebietsweine. Wir haben jetzt gerade nur die Gebietsweine geprobiert und dann haben wir die Ortsweine in der Mitte und die Riedenweine oben. Das waren jetzt alles Familienbetriebe, Daniel. Sehe ich das richtig? Ist bei euch auch so eine richtige Familienstruktur noch im Vulkanland? Großteils schon, ja. Sehr viele Familienbetriebe. Natürlich auch mit Buschenschenken oder mit, sag mal, Gästezimmern, so Privatzimmervermietung, das gibt es schon sehr oft, ja. Wie sieht die Verteilung aus? Wenn man jetzt mal auf diese Pyramide, auf diese einfache hier sieht, wie viele Riedenweine gibt es denn jetzt inzwischen im Vulkanland? Wie viele Ortsweine im prozentualen Verhältnis zueinander? Wie sieht das da aus? Ja, natürlich der größte Teil sind die Gebietsweine. Die Gebietsweine, unsere klassisch fruchtigen Weine. Und natürlich Ortswein kommt jetzt so, das ist natürlich erst durchs DAC-System vor 2 Jahren eingeführt worden, gibt es überall die Ortsweine mit Sauvignon Blanc und oft Chardonnay oder Tramin oder Grauburgunder, so mittelkräftige Weine, finde ich, ist dann kommen. Und Riedenweine, natürlich die Riedenweine sind der kleinste Teil, aber ich glaube im Vulkanland sieht man schon, dass wirklich die Winzer vermehrt auf ihren Weingärten schauen, wie alt sind die Weingärten und wirklich die Weine von der Herkunft schmecken lassen wollen auch. Und die Riedenweine sind natürlich der kleinste Teil, wie gesagt, aber sie sind im Kommen und es kommen immer mehr Riedenweine auf den Markt und sehr gute Riedenweine. Ja. Lass uns ein bisschen bei den Rieden bleiben. Das finde ich ganz erstaunlich. Übrigens, wir haben dasselbe Problem jetzt mit dem neuen deutschen Weingesetz. Also nicht, dass ihr denkt, dass ich hier nur immer nörgel an der österreichischen Klassifikation. Wir haben das Problem jetzt genau seit 8. Mai haben wir eine neue Weinverordnung in Deutschland. Da haben wir nämlich genau in etwa auch diese Aufteilung. Und Riedenweine, bei uns halt Lagenweine, jeder kann quasi... In Österreich ist es noch krasser als bei uns. Jeder kann seine Riede bestimmen und eintragen lassen, habe ich mitgekriegt. Also die Riede per se muss nicht unbedingt eine gute Riede sein. Ja, aber ne? Also jeder kann die Riede erst nicht eintragen. Das muss man schon sagen. Das läuft alles über die Weinbauvereine und dann über den Landesweinbauverband. Und im Weinbauverein sieht man ja zum Beispiel auch, wie es bei uns in St. Anna war, hat man alte Weinkarten. Und die gewissen Rieden gibt es ja auch schon sehr lange, nicht? Und dann kommt man zusammen und sagt, okay, diese Riede geht von Süden bis Südost oder Südwest. Und dann sagt man, okay, was sind die Vorteile, die Höhenlage, auch die Ausrichtung und die Steilheit. Und dann kann man die Rieden eintragen lassen. Ja, genau, da sind wir auch gerade dabei. Also wirklich in St. Anna zum Beispiel, auch im Weinbauverein, haben wir das gerade alles, die ganzen Grundstücke eingetragen. Und das ist jetzt weitergegangen zur Landwirtschaftskammer. Und dort werden die Rieden dann eingetragen, ja. Aber es gibt niemand, der dir sagen würde, lieber Daniel, deine Riede kannst du nicht eintragen, die ist nicht gut genug. Gibt es irgendjemand, der die Zahl ausbremst, der das kontrolliert? Ja, natürlich, wir machen das intern, kann man sagen. Also im Weinbauverein ist das die rechtliche Seite. Da sagen wir, okay, wie weit geht diese Riede, macht das auch Sinn? Also es gibt natürlich zig Rieden, jeder Weingarten hat oft anders geheißen und da haben wir uns wirklich lange zusammengesetzt und gesagt, okay, in St. Anna gibt es zum Beispiel diese 4, 5 Rieden, die gibt es schon lange, da haben wir auch wirklich dann, sagen wir, die alte kirchliche Karte herausgeholt und gesehen, welche sind auch transparent zum Herzeigen und welche passen auch
sagen wir, in die Öffentlichkeit und wo gibt es auch die Meinung dahinter. Und so sind wir herangegangen. Ja. Aber de facto könntest du sagen, das ist meine Riede. Ich habe meinen Wein damit schon seit 10 Jahren mit dieser Riede auf dem Label abgefüllt, auf dem Etikett. Die würde ich jetzt gern eintragen und dich würde eigentlich niemand eintragen lassen und dir würde eigentlich niemand sagen, nee Daniel, das taugt nicht. Nein, es gibt gewisse Vorgaben, wie zum Beispiel, ich darf nicht nach Norden hängen. Nicht? Das gibt es schon. Ah. Also ja, genau, es gibt ganz, ganz gewisse Vorgaben gibt es schon. Keine Nordlagen. Und sonst natürlich, wenn ich sage, das ist meine Riede, die ist abgegrenzt, sie ist auch sichtbar zum Beispiel, sie ist auch etwas nicht ganz klein, sondern hat schon eine gewisse Größe, dann kann ich die eintragen lassen. Ja, das stimmt. Weißt du, wie viele Rieden denn, also wir haben jetzt ein Vulkanland mit 1600 Hektar Weinberge, weißt du, wie viele Rieden denn jetzt schon eingetragen worden sind? Ach, das kann ich jetzt nicht direkt sagen, aber ich schätze, wir haben tatsächlich 9 Ortsweine und ich schätze, da werden sicher 50, 60 Rieden kommen, ja. Okay. Riede steht ja eigentlich, und Ali, um noch ganz kurz auf Deutschland zu kommen, weil Ali im Chat gefragt hat, lass uns danach über, ich sag gern was zu Deutschland, frag mich das nochmal, Ali, am Ende. Ich sag dir gern was zur neuen Weinverordnung, die beschäftigt mich oder uns hier in Deutschland natürlich auch sehr. Riede, genauso wie Lage, steht ja für was Hochwertiges. Wenn ihr 60 Riedenweine habt, haltet ihr denn dann noch den hochwertigen Ruf der Riede, Daniel? Ja, das glaube ich schon, weil beim Riedenwein, das sind jetzt keine Massenweine, das sind wirklich oft einzelne Weingärten oder zusammenhängende Flächen, wo es wirklich auch, wie wir vorhin schon gesagt haben, auch die Menge dahinter ist ja auch nicht sehr groß. Nicht? Man, da sieht man, das geht man vielleicht davon aus, dass vielleicht maximal 10% der Gesamtmenge sind Riedenweine. Nicht? Aber wenn man jetzt zum Beispiel einen Weinbauort hat, so wie Kölch oder St. Anna, die ca. 200 Hektar Rebfläche haben und da hat man 5 oder 6 Rieden und dann, das finde ich dann nicht potenzial, sind wir dann wirklich, wirklich schon eher an der unteren Seite und auch die Riedenweine sind das wirklich das Herzstück eines Weingartens. Ja. Komm, erzähl jetzt mal ein bisschen aus euren Sitzungen. Was waren denn die wirklich strittigen Punkte? Wo hat jemand mit der Faust auf den Tisch geschlagen, hat gesagt, das will ich nicht oder der andere... Ich will es unbedingt. Was waren die strittigen Punkte, als ihr die Klassifikation, diesen Aufbau gemacht habt? Ja, die Klassifikation kann man das hier gar nicht nennen. Das ist eher nur eine eingetragene. Wir haben einfach aufgenommen, wo sind die Weingärten und was passt auch rechtlich dazu. Das war wirklich nur eine Aufnahme der Weingärten und wo die Riede ist. Okay, die hat man schon gesehen. Die ist, wie gesagt, auf der alten Karte und dann hat man, natürlich haben auch gewisse Winzer dann gewisse Abstriche gemacht, aber man hat sich da zusammengeredet und wirklich gesagt, okay, diese Riede gibt es schon so lange und das lassen wir auch eintragen, weil das macht auch Sinn. Nicht? Das ist auch, im Endeffekt muss man vielleicht manchmal gewiss einen Schritt zurücktreten, dass man langfristig Erfolg hat. Gerade wurden wir gefragt, ob wir die nächsten Weine schon verkosten. Ich hole sie mir gerade mal aus meinem Wahnsinnskühlschrank raus, aus meinem tollen. Und dann können wir zu den nächsten Weinen übergehen, weil wir nämlich dann zum nächsten Themenkomplex auch kommen, den ich gerne mit Daniel besprechen würde. Das sind die Rebsorten. Aber zuerst ein bisschen Wein. Muscatella. Muscatella. Dann die Dagmar kann mal wieder unser Gürtel runterfahren, dann sehen wir uns wieder ein bisschen besser. Muscatella, ist das was ganz Typisches fürs Vulkanland? Ja, auf jeden Fall. Also wirklich, das muss man schon sagen, das Vulkanland war früher vielleicht eher bekannt für die Burgunder, wie Weißburgunder oder Chardonnay und Grauburgunder, aber in den letzten Jahren ist wirklich auch Muscatella und Sauvignon Blanc richtig stark im Kommen und das ist schon was Typisches fürs Vulkanland. Wir sind vielleicht nicht so kräutrig wie in der Südsteiermark. Bei uns geht der Muscatella schon manchmal auch in eine reifere Aromatik. Bin ich schon gespannt auf die drei verschiedenen. Ich auch. Der Stellenwert von Sauvignon Blanc bei euch, wie groß ist der im Vulkaner? Der war früher ja, Sauvignon Blanc war ja so das Ding aus der Südsteiermark und gar nicht so sehr im Vulkanland, da war es eine von vielen. Hat sich das verändert?
Ja, schon. Also wirklich im Vulkan, aber es ist auch viele junge Betriebe, viele junge motivierte Winzer. Und Sauvignon Blanc kann auch was, nicht? Und das ist für mich eine Sorte, sagen wir mal, sehr unterschiedlich. Und es passt auch wirklich auch zu den Böden hier ins Vulkan. Nicht? Überhaupt der Basaltboden oder auch, wenn wir haben auch Sand, Muschelkalk oder den Schotterboden, das sind die drei typischen Böden im Vulkan dann, war auf jeden Fall verschiedenste Spielarten kommen hier raus. Ja. Gut, dann weißt du übrigens, wie viel Muscatella im Vulkanland steht, etwa prozentual im Rebsortenspiegel? Das kann ich jetzt nicht genau sagen, aber ich schätze Siehst du, ich vielleicht. bringe dich immer in Verlegenheit mit solchen Ja, ich Fragen. glaube, wir sind ungefähr immer so bei zwischen 10 und 15% vielleicht. So zwischen, das sind ganz eng zusammen, ja. Die Gut. Sportler, ja. Drei Gebietsweine jetzt wieder für jeden, der drei Büchel hat. Der erste, der Daniel, muss mir wieder helfen, aus welchen Gebieten sie kommen oder aus welchen Orten sogar. Das Weingut Pfeiffer mit einem Klassik. Er hat 11,5 Alkohol, 2,9 Restzucker und 6,2 Säure. Der zweite Wein kommt vom Weinhof Loder Taucher, Ganzriegelhof. Auch ein Klassiktyp, gelber Muscatella mit 12 Alkohol, 4 Restzucker und 5,9 Säure. Und der dritte ist vom Weinhof Gollens, Klassik, gelber Muscatella, alle 12 Alkohol, 3 Restzucker, 3 Gramm Restzucker und 6 Gramm Säure. Das finde ich erstaunlich viel vom Muscatella. Ich dachte immer, das wäre eine Rebsorte mit relativ verhaltener Säure. Das ist also nicht so Muscat, sondern ist es, weißt du, welche Muscatella-Sorte das ist? Ist es Muscat Blanc Petit Grain? Bei uns ist es gelb, das Muscatella. Was es jetzt genau dahinter ist, weiß ich jetzt nicht. Der erste Wein ist ja von mir. Der erste ist von dir, oder? Ja, genau, der erste ist von mir, ja. Also ein kleiner Danke, Preis. danke, dass du mir das sagst. Es hätte ihn fast verrissen. Nein, natürlich Scherz. Hätte ihn nicht. Du, aber lieb, danke. Nein, ich bin immer ehrlich. Also was Ja. anderes macht keinen Sinn, wenn man Wein probiert. Sehr klar, ganz sauber. Blumig, duftig, das ist so das Typische, aber nicht übertrieben. Also das ist, muss ich sagen, Muscatella kann ja schnell so übertrieben werden, wenn du, mein Weinkühlschrank funktioniert übrigens sehr gut. Die Weine sind sehr Perfekt, kalt. Ja, das ist erstaunlich. Die Muscatella kann ja leicht parfümiert wirken und leicht zu so künstlich aufgesetzt, aber der ist richtig schön. So, wenn man von der Frucht her schaut, so reife Äpfel und überhaupt fein, also richtig fein und klar. genau, das ist ja, glaube ich, ganz, ganz typisch fürs Vulkanland. Das sind jetzt keine kräutigen grünen Muscatella, sondern eher ein bisschen ein reiferer Muscatella. Auch am Gaumen schön einen gewissen Druck, einen gewissen Wein, eine gewisse Länge jetzt auch. Aber ich spreche noch immer von klassischen, leichten Weinen, aber schon eher ein reiferer Typ, glaube ich. Ja. Sehr schön, was mich hier nochmal überrascht, ist die Säure. Bringt Muscatella so eine Säure von Natur aus mit oder liest ihr sehr früh? Nein, am Muscatella wollen wir wirklich sehr, sehr lange am Stock reifen lassen. Nur Muscatelli ist natürlich eine Sorte, die, wenn es jetzt regnet im Herbst, dann kann es schon problematisch werden, dass man sie früher lesen muss oder sie vorliest zum Beispiel, nicht? Aber eine Muscatella hat bei uns hat jetzt 11,5 Alkohol, das bleibt schon eher auf der unteren Seite vom Alkohol, aber wir wollen wirklich sehr, sehr lange am Stock reifen lassen, ja. Fällt mir gut, Daniel, und ganz ehrlich, also es ist wirklich kein Schmäh. Es ist kein Schmäh, das finde ich sehr schön. Ganz klar, ganz sauber, ganz direkt. Fällt mir richtig, richtig gut. Der zweite ist vom Loder Taucher Ganzriegelhof. Drei Namen gleich in einem. Ganz anderer Typ. Völlig anderer Typ. Also hier ist, also man merkt natürlich sehr reif dann. Eine ganz andere Aromatik. Eher so, ja. Hat fast was Erdiges, so nicht was beim ersten Apfel war, ist hier Apfelschale und zwar leicht gebräunt. Traubig. Also ihm fehlt diese prickelnde Klarheit vom ersten. Das finde ich erstaunlicherweise, so kenne ich Muscatella jetzt eher. Der hat diese Muscatella-typische Würze ist trocken bei 4 Gramm. Ganz erstaunlich jetzt wieder. Ja. Also man merkt das jetzt tatsächlich nicht, aber er hat von der Textur her, anders als der erste, er ist öliger.
Also hat mehr eine ganz andere Textur als der erste Wein. Länger auf der Hefe, woher kommt's? Ja, schon. Danke, warte, wir kriegen was, 7% an der 5. Stelle, gelber Muscatella. Danke, okay. Natascha, danke. Genau. Ja, schon, das ist eher der kräutrige Typ, finde ich. Und das merkt man einfach, dass der erste Typ eher der reifere Muscatella ist. Dann geht er auch oft in die Rosenaromatik. Das Vergleich ja auch bei uns im Gebiet ist ja auch der Traminer beheimatet. Und Traminer und Muscatella sind ein bisschen verwandt und dann kann er schon in diese Richtung auch gehen. Und das ist wirklich der Muscatella. Das ist wirklich der Muscatella, der zweite, etwas eher der kräutrige Typ ist, was man auch oft kennt. Nicht? Das ist eher manche sind der typischere Muscatella, aber einfach eine andere Ausbaustile oder auch eine Reifung im Weingarten, würde ich jetzt sagen. Ja, ich habe das auch gerade im Chat gesehen, der typische Muscatella, sagte jemand. Ich finde eher, witzigerweise, ich hätte jetzt das Wort nicht typisch, ich hätte es traditionell. Der traditionelle Muscatella und der erste ist eine sehr moderne Variante gewesen vom Daniel und das war ein traditionellerer. Dann kommen wir zum dritten, das ist der von Gollens. Ja, das Verhalten in der Nase, der zeigt mir jetzt gerade noch nicht viel. Ups. Auch sauber, aber etwas schüchterner als die ersten beiden. Am Gaumen ist er dann aber ganz sauber, ganz klar, etwas strikter, also weniger Spiel, was aber nicht schlecht ist. Also wenn man Muscatella zu viel Spielraum lässt, dann wird er, glaube ich, parfümiert. Was ich vorhin schon sagte, der ist einfach direkt. Der geht so den direkten Weg. Ich finde ihn nicht schlecht. Also erster modern, zweiter traditionell. Und das ist einer, ja, leichtgewichtig, dezent, so geradeaus, gerade weg. Muss ich sagen, gut gemacht. Gut gemacht, etwas straffer. Also der ist eine neue Interpretation oder eine etwas straffere Interpretation von Muscatella. Das kenne ich so gar nicht, finde ich sehr angenehm, die Weine. Und was ich sehr schön finde, keiner von denen ist das, was man ja immer das Vorurteil, was man mit Muscatella schnell mitbringt, kitschig. Gell? Also der hat das überhaupt nicht dieses Parfümierte. Also finde ich gut gemacht. Lass uns ein bisschen noch bei den Rebsorten bleiben, wenn wir schon dabei sind. Und ich habe den Daniel im Bild. Daniel, dann komme ich ja kaum umhin, um ein bisschen über rote Sorten zu reden. Natürlich gab es ja die Verlierer auch bei der Klassifikation, bei den Sorten. Also die Roten wurden quasi rausgekegelt. Die Roten dürfen nicht mitspielen in den oberen beiden Rängen. Und ihr habt, glaube ich, ihr habt Rotwein im zweistelligen Bereich, 15% Rotwein bei euch im Weingut. Genau. Dann sag uns mal, da bist du ein Betroffener. Wie hast du das aufgenommen, die Entscheidung? Ja, ich hab das eigentlich positiv aufgenommen. Für mich war es einfach so, auch in der Diskussion, Steiermark ist ein Weißweinland oder ein Weißweingebiet und dadurch finde ich, passt es sehr gut, dass wir ein reines DRC-System im Weißweinbereich haben. Natürlich mit einem schmerzenden Auge auch. Ich hätte auch gerne vielleicht den zweiten im DRC-System gehabt und vielleicht kommt er noch dazu, kann man nicht sagen. Im Vulkanland hat er eine Berechtigung und natürlich auch die Böden, die vulkanischen Böden, die Basaltböden, ja, der höhere Lehmanteil vielleicht passt uns sehr gut auf den Rotwein, auch das pannonische Klima. Aber wie gesagt, Steiermark ist da jetzt offiziell ein Weißweinland. Wir haben eine reine weiße, im DRC-System reine weiße Rebsorten. Und dadurch kann man das jetzt, im jetzigen Zeitpunkt, glaube ich, einfach einfacher erklären. Sonst hat man wieder eine Ausnahme, Ausnahme, Ausnahme und so strikt Weißweinland. Vielleicht kommt ein Rotwein noch dazu. Ich würde es eventuell vielleicht sogar begrüßen. Ah. Diskutiert wird es also im Hintergrund. Auf jeden Fall. Ja, das ist nicht, dass das DRC-System hat, braucht immer eine gewisse Anlaufphase. Nicht auch bei den Ortsweinen zum Beispiel. Es hat am Anfang keinen Gleichenberger Ortswein gegeben, nicht? Und die Weinbauern waren da so bereit, haben das interveniert und wollten das auch machen und dann wird es auch umgesetzt. Also das ist wirklich ein offenes System, ja. Hat das dann Auswirkungen gehabt? Und zwar Auswirkungen meine ich jetzt gar nicht. Jetzt mal für dich, das würde mich schon interessieren, verkaufen sich die Rotweine ohne teilzunehmen an der Klassifikation schlechter? Aber das andere ist, die zweite Frage gleichzeitig, Auswirkungen gehabt, zum Beispiel auf die Auspflanzungen. Pflanzt man jetzt kein Zweigelt mehr aus im Vulkanland? Einfach nur, weil Sauvignon Blanc ein Riedenwein sein kann, aber Zweigelt nicht. Ja, das
Oft war es aber so, dass Zweigel kein Riedenwein war. Also die Rotweine wurden oft als Markenweine verkauft, wie bei uns zum Beispiel die Rote Eruption ist unser Premium-Rotwein oder der Olivin, der Premium-Rotwein von Winkler-Maden oder der Cuvée de Marine von Neumeister. Das sind sehr oft Markenweine. Und dadurch ist das, war es eher, als wenn man jetzt beim Zweigel hat man jetzt natürlich die Rückzugsebene auch nach Steiermark. Wäre natürlich schön, wenn man das vielleicht noch ändern könnte, aber vom Verkauf her hat man jetzt da nicht das Problem. Ne? Und natürlich, was war, in den 2000, rund um 2000 hat man sehr viel Rotwein im Vulkanland angepflanzt. Ja? Und ich glaube, dass der Markt war dann auch gesättigt und jetzt stehen wir so und das passt sehr gut. Also wirklich ich glaube, wir haben eine gute Balance. Ja. Du hast die Eruption gerade schon erwähnt. Ihr seid wie viele Mitglieder bei der Eruption? 9 sind wir jetzt. Ja. Das heißt, 9 Mitglieder, die Eruption draufschreiben und dann über die Marke quasi Eruption ihre Rotweine hervorstellen. Genau, ja. Da macht dann jeder seinen eigenen Wein. Das ist ganz, ganz wichtig, ja. Wie hast du ein, du sagst das jetzt so offen und sagst, ja, es ist nicht schlimm, aber als die Diskussionen waren, ging ja 15, 16, 17, ging ja die Diskussion, wie baut man die Klassifikation in der Steiermark auf, war wirklich du und dein Vater von vornherein dafür, die Roten auszuschließen? In einem Gebiet, was eigentlich bekannt war für Rotweine? Nein, am Anfang waren wir natürlich nicht dafür, dass wir die Roten ausschließen, nein. Aber man muss damit wachsen, nicht? Und ich finde, das ist ganz, ganz, ganz interessant, was ich vorhin schon gesagt habe. Vielleicht muss man zuerst mal einen Schritt zurückgehen, dass man dann langfristig einen Erfolg hat und dann kommt es noch dazu, nicht? Das ist eigentlich für mich das Wichtige, ja. Wir haben es vorhin ja, um bei den Rebsorten zu bleiben, bis wir zum nächsten Wein zu kommen, wir haben es vorhin ja schon gesehen, in bestimmten Gebieten sind nur bestimmte Rebsorten zugelassen. Warum, was zeichnet diese Gebiete aus oder was macht es, dass manche Rebsorten in bestimmten Gebieten, bei Klöch zum Beispiel, hat man ja den Muscateller, ist glaube ich, oder Traminer, Entschuldigung, die großartige Rebsorte, was macht das aus? Ja, natürlich, Traminer, also das muss man mal sagen, Traminer hat wirklich eine Tradition. Nicht? Ja, mit Müller Stefan diskutiere ich oft und er sagt, früher war in Klöch, die Hauptsorten waren Traminer und Riesling. Also wirklich der Riesling auch am Basalt und wie in der Pfalz und der Traminer, nicht? Das waren die Hauptsorten in Kirche. Und mit der Tradition muss man auch diese Sorten, glaube ich, auch wenn sie jetzt nicht die Menge haben, aber hier sind wir auch stark. Nicht? Traminer ist bekannt und das ist schon ganz, ganz wichtig für ein kleines Land wie Steiermark. Sind solche aromatischen Rebsorten wie Muscateller und Traminer populär? Ja, schon. Finde ich schon. Muscatella auf jeden Fall. Und der Traminer ist wirklich, das ist auch jetzt nicht der, dann gibt es auch in allen Spielarten, nicht von den Trockentraminern, das ist ein Kölsch, ist der Traminer oft halbtrocken ausgebaut oder dann auch im Süßwein oder auch im Riedenweinbereich. Und das sind vielleicht nur oft kleinere Winzer oder da gibt es nicht die großen Mengen, aber das macht jetzt die Steiermark auch einzigartig. Ja, zu Klöch kommen wir gleich noch, da kommen wir beim letzten Wein dazu. Genau, ja. Da können wir gleich nochmal so über einen Ausnahmefall, nämlich den Traminer aus Klöch, reden. Jetzt haben wir Weißburgunder und danach die Morillons im Glas. Das sind natürlich die Rebsorten, die jeder versteht, die man kennt und denen man vertraut. Sie sind natürlich auch irgendwo Konkurrenz zueinander, Weißburgunder und Morillon. Wie siehst du die Stellung der beiden? Was siehst du Vor- und Nachteile des einen und des anderen? Ja, Weißburgunder ist ja, ich bin schon eine super, soll man das sagen? Weißburgunder ist bei uns im Vulkanland, wenn ich es jetzt sage, oder generell in der Steiermark, hat er ein bisschen den Welschriesling abgelöst als einfach den Trinkwein. Nicht? Jetzt wird oft nicht der Welschriesling getrunken, sondern trinkt mal einen Schluck Weißburgunder. Nicht? Dadurch hat er es eher vielleicht ein bisschen schlanker wie der Chardonnay, wie der Morillon gesagt. Nicht? Und der Morillon hat eher wieder die Exotik und für mich auch ganz, ganz interessant im Ortsweinbereich der Morillon oder auch im Riedenweinbereich. Das ist wirklich, wirklich spannend, ja. Wenn du das sagst, kann der Morillon besser die Herkunft widerspiegeln, als es ein Weißburgunder kann? Oder hat er mehr Qualität im Glas? Ich muss ehrlich sagen, Morillon ist auch wirklich mit der Chardonnay auf der Welt, dann gibt es überall. Und ich glaube, dass der Weißburgunder noch eine Herausforderung anstellt, dann Weißburgunder ist eine wirklich, wirklich für mich coole Rebsorte mit einer gewissen Säure, mit einer gewissen Eleganz und ich glaube, da müssen wir schon noch mehr,
noch mehr Wertschätzung geben. Ja? Finde ich wirklich spannend. Ich finde diese zwei Weine nicht als Konkurrenz, sondern ich finde, dass sie einfach beide gegenseitig in die Höhe heben können. Ja, das ist tatsächlich so, Weißburgunder in Deutschland für mich die Nummer zwei nach Riesling, weil hier kann man spielen und Chardonnay macht jeder, genauso geht es mir auch. Übrigens musste ich gerade die Eisbeutel von meinem Kühler nehmen, weil die Weine sind bei mir in meiner Salatschüssel wirklich unter den Eisbeuteln so kühl. Für alle, die kein Heftchen haben und für alle, die ein Heftchen haben und es auch noch hören wollen, der erste Weißburgunder ist von Anne Griesbacher, auch ein Klassik mit 12,7 Alkohol, 1,1 Restzucker und 5,0 Säure. Der zweite ist vom Weingut Neumeister, ebenfalls ein Klassik-Weinburgunder mit 12 Alkohol, Restzucker 1,8 und Säure 5,6. Und Temperatur etwa 3 Grad bei mir. Wow, es funktioniert. Und der letzte ist auch, das ist ein Ortswein. Jetzt die anderen, die beiden waren Gebietsweine. Und jetzt der dritte ist von Gölles. Jetzt kommen wir auf den Ortswein. Da haben wir jetzt einen schönen Vergleich. Geht tatsächlich, machen wir einen Qualitätssprung. Das interessiert mich ja immer. Ist das Gebietswein wirklich eher Rebsorte und ist dann der Ortswein etwas mehr, etwas drüber qualitativ? Das ist von Weinbau Gölles, der Riegersburger Weißburgunder aus dem kleinen Holz. Kriegt man natürlich schon mit. Der eine ist im Holz ausgebaut. Jetzt schaue ich, ob ich gerade Daten von den anderen habe. Der erste ist Klassik, Stahltank. Beim Neumeister werden wir aus selber rausfinden müssen. Blindverkostung ist immer gut. Und der dritte, kleines Holz, Ausbau im Stahltank, bei Gölles Ausbau im Stahltank und dann in gebrauchten Barriques. Ja, das erste ist natürlich ein Rebsortenporträt. Also wie wenn man Kamera nimmt und Weißburgunder abfotografiert, zeigt genau das, was Weißburgunder für mich ausmacht. Das ist so frischer grüner Apfel, das ist Orangenblüten. Und witzigerweise habe ich immer den Eindruck, weiß nicht, ob das sich jemand daran erinnert, wenn als man früher noch Wäsche auf der Leine aufgehangen hat und die riecht so frisch, wenn die im Wind weht. Genau so riecht der Wind. Ein bisschen Kamille und Orangenblüten. Das ist sowas ganz Typisches für mich. Klar, straight, Einstieg, trinke ich, diskutiere ich jetzt nicht lang, einfach frisch, so eine feine weiße Pfefferwürze hinten dran, sauber gemachter Wein und das ist so ein richtiger Spaßwein. Ja. Daniel? Bin ich auch so, ja. Okay. Typischer klassischer Weißburgunder, Vulkanland Steiermark, DRC, ja. Ja. Aber typischer, sagst du, ist Vulkanland DRC. Ich glaube, das wird man jetzt so gar nicht merken. Ist eher ein typischer Weißburgunder, sage ich jetzt. Also genau. Ich würde da jetzt gar nicht so notwendigerweise auf Vulkanland kommen, witzigerweise. Der spielt mit der Rebsorte und gar nicht so sehr mit der Herkunft. Natürlich, ja. Natürlich ist hier die Rebsorte im Vordergrund. Warum sage ich typisch Vulkanland? Weil er keine grüne Aromatik hat. Er wirklich eher der, so ein Weißburgunder, wie du super erklärt hast, ja. Ich schaue auf ein weißes Blatt, da steht nichts dahinter bei Neumeister, aber ich würde sagen, der hat Holz gesehen. Gebrauchtes Holz, großes Holz, also spielt jetzt eigentlich keine Rolle, aber man merkt, also erstens merke ich sofort, der hat andere Malolaktik, andere längere Zeit auf der Hefe, man hat so diese leichten milchigen Töne, die so richtig vom Säureabbau, vom biologischen Säureabbau kommen, so meiner Ansicht nach hat ein bisschen Toast, also muss man erstmal einer sagen, du irrst dich, dann glaube ich es auch nicht mehr, auch ich kann mich irren. Also so würde ich sagen, großes Holz, länger auf der Hefe, wahrscheinlich sogar aufgerührt. Weil der hat so dieses Buttercreme-Aroma, was man so kriegt. Hier hat man einen völlig anderen Typen, natürlich. Hier hat man einen Wein, wo Holz zwar mit, also für mich glaube ich ja, großes Holz eine Rolle spielt, weil der geatmet hat. Der hat quasi diese ganz frischen Töne des ersten Weins veratmet durchs Holz, hat mehr Tiefe damit, mehr so Tiefenschärfe, mehr Perspektive.
Das ist ein sehr schöner, sehr ausgewogener Wein, sehr vorsichtig, sehr bewusst mit Oxidation wahrscheinlich umgegangen. Spontan, Georg sagte spontan, ja, ich denke, der ist spontan vergoren. Da merkt man eben, dem fehlen diese flüchtigen Ester des ersten Weins. Er hat mehr Biss und abgerundet. So, das ist so ein richtig runder Wein, also so ein fertiger Wein. Von der Aromatik her eher, der andere war so, sagt man immer so frische Noten, hier hat man so Äpfel, reife gelbe Äpfel, auch ein bisschen Apfelschale drin. Also finde ich einen sehr schönen Wein. Ich auch, super elegant am Gaumen, also gewissen Biss, gewisse Nervigkeit. Und dann sage ich jetzt, der erste als Gebietswein. Bei dem zweiten wäre ich jetzt nicht mehr auf Gebietswein kommen, den hätte ich irgendwo in die Ortswein, qualitativ schon in die Ortswein-Kategorie reingesetzt, weil ich natürlich dann von den Qualitäten her eine Abstufung nach oben suche. Und der zweite Wein ist für mich eine Stufe mehr als der erste Wein. Ja, würde ich auch so sagen, von der Ausbauweise. Und dann haben wir den Riegersburger aus dem kleinen Holz von Gölles. Ja, da haben wir natürlich wieder einen komplett anderen Typ. Da haben wir den Typ Weißburgunder, ich halte mit dem Chardonnay mit. Also hier merkt man natürlich, hier merkt man einen Toast, man merkt diese gelbe Banane, die dann reinkommt und so diese Würzigkeit, die vom Holz kommt. Kurioserweise auch diese Kernigkeit. Also der hat ein bisschen Tannin hinten weg, ein bisschen grünes Tannin. Also ich vermute mal, dass es kein neues Holz war, sondern so dieses leicht grüne Holz noch, was der rauszieht. Also diese grüne Pfeffer, grüne Würzigkeit hinten weg. Und natürlich dann am Ende auch, ja. Also wenn man, das ist jetzt der Ortswein, man merkt, da ist mehr Ambition dahinter. Ob sie mir jetzt persönlich gefällt oder nicht, ich finde, ich merke das Holz noch ein bisschen streng. Das ist mir ein bisschen fast zu viel. Da fand ich den zweiten schöner. Ja, der zweite war eleganter. Ja. Und der dritte ist jetzt auch Jahrgang 2019, muss man dazu sagen. Ach so, ja. War das ein ganz komplett anderes Jahr? War auch warm, oder, bei euch? War auch warm, aber 2020 nicht so warm wie 2018. Und 20 war bei uns noch kühler, finde ich. Also 20 haben wir mehr Säure. Also ich sage, 20 war bei uns ein Jahr wie früher. Also die Hauptlese war bei uns erst im Oktober. Super physiologische Reife, aber super coole Säure. Ja, ja, also ich bin für Nummer 2. Ich bin für den Neumeister. Ist für mich der Gewinner im Flight, auch wenn vielleicht manche den Dreier vorne sieht oder manche vielleicht gar kein Holz mag. Aber der Neumeister, das war schon für mich guter Wein. Lass uns noch mal ein bisschen über die Zukunft reden oder die Zukunft und eure Ambitionen, doch vielleicht mal erste Gewächse und große Gewächse oder erste Lagen und große Lagen zu definieren. Ja, Jürgen sagt too much Holz für einen Ortswein Nummer 9. Ich stimme dir zu, Jürgen. Ich stimme dem Jürgen zu. Ja. Lass uns erste Lagen, große Lagen, ihr wollt sowas auch einführen. Was ist der Stand der Diskussion? Ja, der Stand der Diskussion ist eigentlich so, wir haben das DAC-System bekommen, das haben wir eingeführt und danach hat es auch vom Ministerium geheißen, es sollte dann weitergehen. Und es gibt auch schon Arbeitsgruppen und auch letztens haben wir vor 2 Wochen die Neuwahlen beim Weinbauverein und auch natürlich gibt auch der Präsident hat schon gesagt, es gibt Arbeitsgruppen und es soll in den nächsten Jahren kommen. Ja. Kann man... Wie wird es heißen? Werdet ihr Lagen klassifizieren oder werdet ihr Weine klassifizieren? Nein, grundsätzlich sollte es immer der Winzer und die Lage dazu sein. Es soll keine Aufwertung oder eines Grundstückes oder so kommen. Das darf nicht sein. Nein. Es soll immer ein offenes System sein. Es soll eine steirische Lösung kommen, auch eine österreichische Lösung. Und ich glaube, dass das ein guter Weg ist. Aber dann müsstet ihr ja erstmal sagen, die Lage ist besser als die andere. Die Lage klassifizieren wir als große Lage oder große Riede und die andere als erste Premier Ried sozusagen. Wer wird das entscheiden? Entscheiden tut es immer. Es kommt von unten auf die Weinbauern. Die Weinbauern müssen intern schauen, wie geht es weiter. Und natürlich von oben herab wird es gewisse Vorgaben geben.
hängt immer, also mal im Weingarten gibt, kann man nichts neu erfinden, nicht? Es ist die Söhe, es ist die Ausrichtung, es sind die Alter der Reben, nicht? Das weiß man, dass ein alter Rebstück kleinere Trauben hat, die konzentrierter sind und auch vielleicht die psychologische Reife später kommt und besser ist. Und da kann man nichts Neues erfinden. Das wird irgendwo in diesen Arten wird man einen super Kompromiss finden, ja? Super Kompromiss, das mag sein. Also du hast jetzt die Alte der Reben angesprochen. Dann haben wir vorhin ja schon die Ausrichtung gehabt, nicht gegen Norden gerichtet. Ja. Wir hatten vermutlich die Rebsorten werden wahrscheinlich mit reinspielen. Aber tatsächlich wird so einfach jemand darauf verzichten, dass er eine große Lage oder die Top-Lage hat und sagen, nee, meine Lage ist nur zweite Kategorie, meine Lage ist nur Premier-Ried. Wird ein Weinbauer das freiwillig sagen? Das ist ganz, ganz wichtig. Es gibt, wie gesagt, die große, das ist dann wirklich nur die Spitze der Pyramide und im Endeffekt muss man dann schauen, dass man solche Dinge produzieren kann. Der Wein dahinter muss natürlich auch passen und ich sage mal, man muss auch genau die Weststeiermark, die Südsteiermark und das Vulkanland extra anschauen, weil es gibt im Vulkanland auch Hochplateaus, nicht? Die kann man jetzt nicht so vergleichen wie die Steilheit in der Südsteiermark. Nicht? Und ich glaube, das muss man dann von der Winzer zu Winzer sehen, nicht? Wie er weiterkommt. Eine Riedenklassifizierung, das traut sich in der Steiermark keiner. Das ist tatsächlich ein heißes Eisen, was keiner angreift. Da gebe ich euch absolut recht. Das ist in Deutschland übrigens dasselbe jetzt. Da können wir ja nachher nochmal, dürft ihr mich nachher danach fragen. Riedenklassifizierung der VDP, der Verband der Prädikatsweingüter, hat seine Lagen klassifiziert. Ihr nicht. Kommt ihr irgendwann um eine Klassifizierung der Lagen drumherum überhaupt noch, Daniel? In der gesamten Steiermark wird es in den nächsten Jahren auf jeden Fall kommen. Da denke ich aus. In Gesamtösterreich? Oder österreichweit. Es muss einmal mehr vorbrechen. Entweder kommt die Steiermark voraus und dann österreichweit oder man macht es den gemeinsamen Weg. Aber es wird die nächsten Jahre auf jeden Fall was kommen. Es wird ein schwieriges Thema werden. Ich habe gerade auch vorhin noch eine Frage im Chat gesehen, die ist schon ein bisschen her. Ich habe sie noch ein bisschen ausgelassen. Tatsächlich sehen wir ja hier eine relativ vereinfachte Pyramide, was die Dagmar uns gezeigt hat. Tatsächlich sind ja noch viele Ebenen dazwischen offiziell vom österreichischen Weingesetz. Zum anderen die Großlagen. Wo verschwinden die eigentlich bei euch rein? Ja, die Großlagen sind bei uns eigentlich durch die Ortsweine etwas zurückgetreten, ja. Früher war die Großlage, kann man sagen, früher war es das Weinbaugebiet Südoststeiermark und Großlage steirisches Vulkanland. Nützt ihr das noch? Nein, das nützt fast keiner mehr. Man kann, glaube ich, die Großlage Oststeiermark nutzen oder so, aber die nutzt von uns fast keiner mehr. Das ist aber auch ganz, ganz wichtig. Wichtig ist, dass Nutzen es. Das ist auch das Thema. Vulkanland Steiermark steht bei jeder Flasche Wein, die im DRC-System dabei sind, am Vorderetikett. Und so transportiert man auch die Steiermark oder Südsteiermark oder Weststeiermark. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Ich hole mir gerade schon mal meine nächsten Flaschen raus. Der arme Daniel wird so gegrillt von mir, gell? Das sind ja Sachen, das ist immer ganz schwierig. Ich weiß, es ist in Deutschland dasselbe, weil bei uns gibt es noch mehr Macht von den Genossenschaften und mehr Macht von denen, die groß produzieren. Gibt es sowas überhaupt im Vulkanland? Ja, gibt es schon, ja. Aber die Macht zum Beispiel kann man jetzt nicht so sagen, die Gesetze werden dann beschlossen im steirischen Weinkomitee und das ist das sogenannte IK und da sitzen die Vertreter der Landwirtschaftskammer und natürlich auch der Wirtschaftskammer drinnen, fast zu gleichen Teil und dort wird es im Endeffekt beschlossen dann. Das wird nicht einfach werden. Irgendwie war die Frage, was die österreichischen Traditionsweingüter machen, ob die inzwischen, glaube ich, erste Lagen definiert haben. Ja, erste Lagen hatten die schon längst definiert. Ich glaube, da geht es darum, gibt es in den ersten Lagen, innerhalb der ersten Lagen, große Lagen. Ist das der Weg, den ihr vielleicht auch machen? Das muss gerade 14, 15, 16. Ich habe gerade einen falschen Wein mir eingeschenkt. Rettung muss zurück. Also, ins Glas. Das wird auch kommen. Es gibt ja auch die Gruppe der SDK-Winzer, die ist eine privatrechtliche
Klassifizierung haben, auch die wir Eruptionswinzer haben jetzt eine privatrechtliche Klassifizierung, eine markenrechtliche. Und die ÖTW-Winzer haben, also das sind alles private Vereine, aber im Großen und Ganzen muss es eine gemeinsame große Lösung geben. Das ist, glaube ich, das Ziel. Aber wenn man jetzt Michi Moosbrugger folgt, dann wird von unten nach oben klassifiziert. Das heißt, die haben ja angefangen, die ersten Lagen, und schauen dann in 10 Jahren mal wegen oder in, vielleicht auch gar nicht, dass man daraus große Lagen raussucht, die Qualität bringen über die nächsten Jahre, wo die nachvollziehbare Qualität, ist es auch der Weg, den ihr einschlagen könntet? Ja, das kann schon sein. Ja. Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie gesagt, und ich glaube, da gibt es mehrere Arbeitskreise im steirischen Bereich und auch im österreichischen Thema. Auch in Deutschland wird das jetzt gerade gemacht. Also ich glaube, es passiert überall was, und ich glaube, das ist ein guter Weg, wenn was passiert. Deutschland ist immer noch weit davon entfernt, ich sag's dir. Da hast du einen idealistischen Blick auf das Land, wo ich lebe. Wir haben 3 Morillons im Glas. Der erste kommt, ein Eruptionswinzer. Da haben wir unseren ersten Eruptionswinzer, Müller-Klöch. Genau. Das ist ein 2020-Jahrgang, 12 Alkohol, 2,9 Restzucker und 6,4 Säure. Der zweite vom Weingut Rossmann. Die beiden sind Gebietsweine. Rossmann hat 13,2 Alkohol, also einen schon gewissen Wumms, 2,6 Restzucker und 5,8 Gramm Säure. Und der dritte Wein ist von Fischer. Das ist ein Ortswein, nämlich von St. Anna. Und wir gucken auf St. Anna, das ist hinter dir, gell? Ja, das ist hinter mir, ja. Genau, also ich kann St. Anna sehen, habe ich festgestellt. Er sitzt mitten im Weinberg nämlich und vor St. Anna, der Daniel, und ist aus dem großen Holz, 2019er, also ein Jahr älter als die beiden anderen, 12,5 Alkohol, 2,2 Restzucker und 5,0 Säure. Schau ich mal, ob ich Daten habe. Ich sehe bei Müller-Klöch gleich nur Stahltank. Und also jetzt mal erst reinriechen, würde ich sagen, der ist auch nicht vom Stahl ins Holz gewechselt. Der ist ein ganz klarer Einstiegs-Morillon. Stahl. Stahl, ja, frisch auf die Primärfrucht. Ja. Also diese ganz typischen, was ist so typisch für Morillon oder für Chardonnay? Ich sage hier Morillon. In dem Zusammenhang will ich nur Morillon sagen. Das ist ganz typisch ja eigentlich so, diese Pfirsichnoten und diese Melone. Also das ist so die Frucht. Kann man das erkennen immer? Nee, es ist jetzt nicht anders wie Traminer oder Muscatella. Sind das jetzt nicht sehr ausdrucksstarke Weine? Gelber Apfel vielleicht noch. Schön, klar, frisch, primär, fokussiert. Hat eine gute Präzision in der Frucht, eine schöne Frische, gut ausbalanciert. Richtig, ja, diese angenehme Würze hinten dran. So ein Hauch Muskat, witzigerweise. Kann man ja machen, dürfte man theoretisch. Gell? 15, dürfte man vielleicht einen kleinen Muskateller reingeben? Dürfte man, glaube ich, aber hier nicht. Schön gemacht, Spaßwein. Alltagswein, täglich trinken und man ist zufrieden eigentlich damit. Muss ich wirklich sagen. Also gut gemacht. Sehr sauber. Das mag ich immer. Ich mag diese Präzision von dem Wein. Das ist ganz klar und fokussiert. Zweite. Achso, Entschuldigung. Magst du was sagen vielleicht zu den Ortsweinen der Orte? Kommen wir, glaube ich, noch zu St. Anna dazu. Aber, ja, genau. Ja. Achso, zu den Weinen. Den Chardonnay noch, den vom Rossmann aus St. Peter. Und dann haben wir auch einen Ortswein St. Anna und dann können wir das bitte erklären. Ich denke mir, wenn ich einen Gebietswein habe, dann müssen die Trauben nicht nur aus dem Ort kommen, sondern können die auch aus anderen Lagen kommen. Sehe ich das richtig? Genau, das stimmt, ja. Ja. Die können aus dem ganzen Gebiet Vulkana kommen. Gut. Ja, das ist jetzt klarer. Macht auf. Schau mal, ob ich da was habe. Auch Stahltank. Also jetzt hier an dem Fläschle, also ganz klar, eigentlich so ähnlich wie der erste, auch so diese, ein bisschen reifer, ein bisschen mehr Reife. Also beim ersten war es so frischer, hier hat man mehr so diese gelbe Apfelfrucht, gelb, Schale von gelbem Apfel.
Was mir bei dem Main auffällt, Daniel, widersprich mir, ich mag übrigens Widerspruch. Um Gottes Willen auch im Chat. Bitte, ich mag Widerspruch gern. Mir fällt ein bisschen auf, erstens die Säure ist ganz schön straff, obwohl sie niedriger ist. Ich habe so das Gefühl von süß-sauer hier auch ein bisschen bei dem Wein. Ja, der hat Kohlensäure. Siehst du das im Glas? Fällt dir das auch? Das ist bei den Samples immer, ja, wenn du sagst, schaue ich drauf, ja. Also Kohlensäure, das prickelt, diese Kohlensäure prickelt am Gaumen jetzt bei mir. Das ist für mich jetzt ein Wein, mit dem ich schwer was anfangen kann, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich habe am Ende diesen süß-sauren Ton. Lass mich nochmal probieren. Er ist harmlos. Also er tut nicht weh, er ist kein, hat keinen offensichtlichen Fehler, aber es ist jetzt nicht der Wein, den ich unbedingt trinken möchte. Es ist hinten ein bisschen belegt, nicht ganz. Ich habe das vorhin gerade bei dem Wein von Müller-Klöch gesagt. Ich kenne wieder keinen der Winzer. Erkläre mich für unschuldig und unbefangen. Ich mag die Präzision, also der Wein war ganz sauber, ganz klar, so geschnitten. Und beim zweiten fehlt mir das ein bisschen an Präzision. Also der ist mir ein bisschen zu diffus im Aroma. Und warum auch immer, ich kriege das Problem süß-sauer. Ich vermute mal, es hängt mit dem höheren Alkohol im Widerspruch zu der Säure zusammen. Das bin mir nicht sicher, aber ich habe so keinen Fehler. Nicht schlecht, der Wein, aber nicht jetzt einer meiner Lieblinge, sage ich ganz ehrlich. Ja, vielleicht muss man diesem Wein auch etwas Zeit geben. Dann erwarte ich bei einem Gebietswein, erwarte ich witzigerweise, hilf mir und sag mir, dass ich falsch liege. Gebietswein erwarte ich eigentlich, dass ich den sofort trinken müsste. Normalerweise schon, ja, aber wie gesagt, dieser Gebietswein ist, sage ich mal, eher auf der, vom Alkoholseite eher auf der höheren Stufe mit 13,2. Und auch vom Trinken. Ja. Der erste Wein war wirklich der, ich sag mal, der typische Morelland, der klassische Steirer. Und da sind wir, der ist viel kräftiger, vielleicht ein bisschen üppiger, ein bisschen opulenter. Und dadurch ist es der Unterschied, das ist aber krass. Genau, ja. Wie bringst du das dem Verbraucher bei? Du kannst ja sagen, bitte, den einen Wein darfst du heute trinken, aber den Wein, den musst du nur mal 1-2 Jahre liegen lassen. Übrigens glaube ich nicht, dass er besser wird. Also ich glaube mal, meine Erfahrung, deine Erfahrung oder die Erfahrung von vielen, die jetzt mit uns verkosten, ist schon, wenn ein Wein, selbst ein junger Bordeaux jetzt, den wir probieren, daten, ich muss fähig sein zu sagen, schön, beeindruckt mich. Das stimmt schon, ja. Es ist egal, ob es ein junger Bordeaux ist oder ein junger Burgunder, der muss auch in die Jugend eigentlich schon antrinkbar, super. Das Potenzial muss man erkennen können, ja. Ja, das sehe ich jetzt nicht so ganz da, aber wir kommen zum dritten Wein. Jetzt hast du Heimspiel. Oh, ja, genau. Das ist ein Morelland St. Anna von Fischerweinen. Ein kleinerer Betrieb, sind bio und anvergoren im großen Holzfass. Und schön, also das Holz hier, anders wie wir es vorhin hatten bei dem Wein von Göllers hier, schlägt das Holz dazu. Hier ist es wirklich, also nur eine dezente Würze, also nur so eine Nuance, die dazu kommt. Das finde ich wirklich also sehr, sehr schön gemacht. Und man merkt auch noch das Holz lässt hier der Rebsorte Spiel. Also hier merkt man immer noch den Pfirsich, eigentlich den vom Morillon, aber hier als eher als Likörpfirsich, so ein bisschen Apfelkompott. Holz kommt eher als Würze durch, als Zimt. Finde ich gut. Ja, was mir ganz, ganz gut gefällt, wenn man jetzt den Unterschied zwischen Gebietswein und Ortswein hat, erkennt man auch den Unterschied nicht nebeneinander. Und das ist das ganz, ganz Wichtige. Also hier merke ich jetzt wirklich, hier macht es einen Sprung vom letzten auf den. Ist wirklich, der hat so, wenn man hier den Holzeinfluss, ja, man kann jetzt von Toast sprechen, aber witzigerweise habe ich eher das Gefühl von weißer Schokolade oder sowas, also was Positives. Also meine Assoziation ist positiv, die kommt und eben nicht, dass ich an der Sperrholzplatte leck. Und ich finde es schön integriert, gut integriert. Man merkt großes Holz, merkt wahrscheinlich kein neues Holz vielleicht auch. Oder vielleicht ein bisschen neues Holz mit rein. Gebrauchtes Holz, was ist das bei ihm? Gebrauchtes? Ja, ist also, gebrauchtes. Richtig gut gemacht. Grüße an Fischer. Fällt mir gut. Finde ich schön. Also weinig rund, abgerundet. Das ist ein vollständiger Wein. Der hat so eingeschliffen. Hat natürlich den Vorteil, dass er 2019 ist. Genau. Die anderen zwei waren ja 2020. Bevor wir zu den letzten Weinen kommen, Daniel, sag mir, hat sich das Ganze gelohnt?
Der ganze Aufwand mit DAC, hat das Vulkanland für den, ja, letztendlich für den Konsumenten, auch für den Sommelier, für den Einkäufer und Verkäufer verständlicher gemacht? Zahlt sich's aus? Auf jeden Fall. Es zahlt sich auf jeden Fall aus. Vielleicht jetzt, man braucht noch viel Arbeit, viel Diskussion, viel Erklärungsbedarf, aber im Großen und Ganzen, ich sage mal 10 Jahren, hat das auf jeden Fall gelohnt. Einfach Gebietsort Riedenweine und genau die Winzer müssen sich auch noch einleben. Wenn ich was Klassisches, Fruchtiges trinke, Easy Drinking, Gebietswein, was Mittelkräftiges, ein Ortswein und dann eher wirklich sag mal, was Schönes zum Essen dazu, aber wirklich einen tollen, super Wein, einen Riedenwein. Und genau so soll es also sein. Ne? Ich bestelle jetzt keine Sorten, aber ich will einfach bestellen, was trinke ich, einen klassischen Wein, einen mittelkräftigen oder was Cooles, also einen Einzelnen. Ne? Das ist ja das Wichtige. Ne? Und das war früher halt nicht so, nicht da. Ne? Früher ist zum Beispiel gestanden, auf der Weinkarte im Restaurant ist die Ried angestanden, es war aber ein klassisch fruchtiger Wein, was auch März im Verkauf gekommen ist. Und das soll jetzt nicht mehr sein. Ne? Das ist das Wichtige. Okay. Wie sieht die Zukunft aus? Was ist der nächste Schritt? Wohin geht ihr? Schaut ihr euch das jetzt ein paar Jahre an oder entwickelt ihr weiter? Ja, das ist die Frage. Hat es sich in Euros gelohnt? Jetzt wollte ich nicht drauf, aber die Anna traut sich das, was ich nicht traue. Hat sich es denn ausgezahlt? Ich hatte es, glaube ich, ich hatte gefragt, ausgezahlt. Anna, danke. Frage ich nochmal, hake ich nochmal nach, bevor im letzten. Hat sich es ausgezahlt? Auf jeden Fall. Ich glaube, man wird einfach verständlich. Ja? Und auch der Kunde weiß einfach, was er bekommt. Wenn er sagt, ich will einen Riedenwein oder so, und das passt einfach. Und wenn die Weinkarten sind einfach auch strukturierter geworden. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig, dass die Weinkarten hinter den Restaurants also aufgebaut werden. Nicht? Und so kann man, das ist ja besser, nicht den Kunden. Und dann hänge ich meine Frage an, während ich mir die letzten 3 Weine einschenke. Was ist der nächste Schritt, Daniel? Jetzt wieder ausruhen, bis in 10 Jahren irgendjemand protestiert oder wie geht es weiter für euch? Nein, wie gesagt, also das DAC-System ist noch nicht gefestigt. Ne? Wir haben es jetzt ein paar Jahre und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir das noch mehr festigen und dass wirklich jeder weiß, okay, was ist das? Und das Nächste ist das, wir Winzer sind gefordert. Wir müssen einfach unsere, zum Beispiel Ortsweine schärfen. Was ist das Ortsweinprofil von St. Anna? Was ist das Ortsweinprofil von Köch, was ist das Ortsweinprofil von Dieschen oder auch von Bad Gleichenberg oder auch von Gamlitz oder Erdhausen, nicht? Und das sind die Themen, die wir die nächsten Jahre wirklich verschärfen müssen und nochmal besser angehen müssen. Und ich glaube, das ist ganz, ganz spannend. Das ist für die Winzer spannend. Das ist auch ein Lernprozess, aber ist auch, ich sag mal, für euch alle, die das verkosten können, wirklich spannend. Ja? Ich glaube, das war erst der Anfang und es tut sich wirklich was in der Steiermark. Okay, das nächste Mal mehr Rieden. Wir müssen mal mehr Fleiß einbauen, wo man sagt Gebietswein, Ortswein und dann Riedenwein, damit wir vielleicht mal die Abstufung ganz klar herkriegen. Das Dagmar, liebe Dagmar, liebe Andrea, wir merken uns das fürs nächste Mal. Eine ganz klare Abstufungsverkostung mal, damit wir sehen, ist da ein qualitativer Unterschied. Jetzt haben wir nämlich in unserem letzten Flight 3 Weine. Der erste ist ein Ortswein. Das ist ein Grauburgunder von Grispe, auch ein Eruptionswinzer. Da hilfst du mir gleich mal, weil ich da ein paar Fragen dazu habe. Mhm. Dann der zweite Wein ist ein Riedenwein vom Weingut Frau Wallner, die ich sehr schätze. Habe ich auch selbst daheim bei mir im Keller noch, hatte von ihnen mehrere schon probiert. Wir haben die Ried Buch. Große steuerische Klassiklage, kleines Holz, jetzt switcherfrei, ein langes Etikett werden, gell? Da müssen wir auch noch drüber reden. Wenn dann draufsteht, Riedbuch, große steirische Klassiklage aus dem kleinen Holz. Morillon ist das mit 13,5 Alkohol. Entschuldigung, ich hatte es vorhin beim ersten, beim Grauburgunder gesagt, 13,5 Alkohol, 4,6 Restzucker, 5,7 Säure. Und jetzt auch bei dem Morillon, wir haben 13,5 Alkohol. Man merkt also schon die Reiferen. Aha, mehr Alkohol, höhere Stufe in der Pyramide. Können wir nochmal kurz ansprechen. 1,8 Restzucker, 4,9 Säure beim Frau Wallner. Und dann haben wir zuletzt einen Ortswein. Und ich habe ihn jetzt noch nicht probiert. Wir reden gleich am Ende drüber. Ich lese die Daten mal vor, dann wisst ihr, warum wir drüber reden müssen. Das ist von Lamprecht aus Klöch, ein Traminer, eine typische Rebsorte. 13,5 Alkohol, also auch eine kleine Buchtbumme. 12
Gramm Restzucker. Was geht dann das? Ich denke, es sind die trockenen Weine. Wir reden gleich drüber, wenn wir beim letzten Wein sind, Daniel. Und wir haben eine Säure von 4,4. Aber fangen wir mit dem Crispel an. Hat 4,6 Restzucker. Wie geht das? Ja, soviel ich weiß, ist tatsächlich ein großer Spielraum bei den Restzuckerwerten eingeräumt, weil tatsächlich, egal in welches Labor man einen Wein zur Analyse gibt, er kommt mit unterschiedlichen Restzuckerwerten raus. Also ich kenne das Spiel auch nur bis 4,5. Wie geht 4,6? Ist es noch in der Ja, die Toleranzgrenze? Toleranz ist glaube ich, bei 0,8. Also 0,8, ah. 0,8 nach oben oder nach unten, nicht? Also jetzt kann ein Restzuckerwert kann um 1,6 unterschiedlich sein. Also wirklich, und jede Messmethode ist auch wieder anders. Also auf diese Werte würde ich mich gar nicht so fixieren. Ja, es ist tatsächlich so. Also Restzucker ist eins, Restzucker und Alkohol sind die ganz schwierigen. Das sind wirklich die ganz, ganz schwierigen Weine. Ja. Für mich war das, was ich hier sehe, ich weiß nicht, ob ihr es seht, das in der Kamera verfälscht es natürlich auch noch. Ich hätte jetzt gleich gesagt, das ist ein Orange-Wein. Der hat so ein, der ist Grauburgunder. Ich weiß, Grauburgunder hat natürlich angefärbte Häute, hat der eine lange Maischestandzeit. Ist es, du weißt, das ist ein Eruptionswinzer. Crispel hat der vielleicht auf den Schalen angegoren. Wie hat das funktioniert, Daniel? Ja, angegoren glaube ich nicht. Er hat ihn natürlich auf der Maische stehen lassen, für mindestens 24 Stunden, wenn nicht länger. Und was ganz, ganz spannend ist, wie wir schon gesprochen haben, auch der Grauburgund ist natürlich auch in Straten, wo Crispel ist, sehr verwurzelt. Da sind auch die Böden geprägt vom Basalt und vom Vulkangestein. Das ist ja eher so Tuffer-Roterde, was ich weiß, was ein Grauburgund da steht. Und dann natürlich auch im großen Holzfass. Aber ich glaube, fürs nicht angegoren, aber sicher mindestens 24 Stunden auf dem Eisschirm. Also was sie zuerst riecht, der hat den Wein mit Sicherheit nicht überlagert mit sämtlichen Möglichkeiten, um Sauerstoff fernzuhalten. Er ist oxidativ ausgebaut. Das merkt man. Also das ist überhaupt nichts mehr von Primärfruchtigkeit. Der hat wirklich so diese Typizität von Apfelschalen. Das haben wir dann beim Grauburgunder so dieses, für mich Grauburgunder immer traubig. Hier witzigerweise würde ich auf Chardonnay kommen. Wahrscheinlich ist der Holzeinfluss, der mich wirklich zum Chardonnay bringt. So, ich hätte jetzt gesagt, so ein Hipsterwein, gell? Also beim Reinriechen, so Hipsterwein, Naturwein, kaum geschwefelt, kaum geschützt gegen Sauerstoff. Der will mehr, der ist herausfordernd. Na, mal probieren. Es sind erstaunliche Weine. Also es ist ein völlig anderer Wein. Wir haben eine völlig andere Kategorie von Wein jetzt natürlich hier im Glas als vorher. Der spielt Grauburgunder, ob das Grauburgunder oder Morillon ist oder Weißburgunder. Das könnte man jetzt so gar nicht merken. Also ich finde, Grauburgunder merkt man noch, weil der ist üppiger, der ist runder, der ist fülliger. Daran merke ich den Grauburgunder jetzt gar nicht so sehr an der Rebsortentypizität. Das ist für mich bei Grauburgunder normalerweise tatsächlich was Traubiges. Der hat ausgeatmet, der hat eingeatmet, also der ist oxidativ ausgebaut. Ich finde ihn übrigens nicht schlecht. Also man merkt den Wumms von Alkohol, 13,5. Also da nach einer Flasche darfst du schon immer Auto fahren, nach einer halben wahrscheinlich schon immer. Aber er ist spannend. Also er hat einen Spannungsbogen drin, der Wein. Und die Oxidation ist, glaube ich, ziemlich kalkuliert. Also der spielt, der Winzer, ich kenne ihn nicht, du kennst ihn, Ja. Crispel, der spielt mit diesen oxidativen Noten. Spannender Wein. Finde ich auch. Anders, eigenwillig und ich bin auch eigenwillig. Also er passt eigentlich zu mir. Wirklich ein sehr, sehr spannender Wein. Und ein Grauburgunder finde ich mit einer schönen Struktur am Gaumen. Natürlich ein gewisses Tannin vom Holz auch, oder auch von der Sorte. Finde ich wirklich ein sehr, sehr spannender Grauburgunder. Ja. Und das ist, glaube ich, eine ganz, ganz wichtige Sorte bei ihm im Betrieb. Und auch da eine gewisse Menge gibt es dahinter, ja. Also was man hier auch merkt, der kann sich ruhig noch entwickeln. Der hat jetzt schon eine Entwicklung und der entwickelt sich im Glas. Und das ist für mich witzigerweise ein Element, was sich Wein immer doch als also ein Häkchen unter Pluspunkten, wenn die sich im Glas entwickeln. Und der erzählt eigentlich jedes Mal eine andere Geschichte jetzt. Natürlich war bei mir, ich habe die jetzt rechtzeitig von meinen Kühlbeuteln runtergenommen, aber der entwickelt sich wirklich, der macht auf und
zeigt durchaus mehr Persönlichkeit, je öfter man reinriecht. Finde ich auch, und, ja. Ja, also finde ich gut. Freut mich. Ist die eigene 2019, glaube ich, gell? Mhm. Wir haben jetzt das 2019 und jetzt kommen wir zu 2018. Das ist Riede. Habt ihr Begrenzung, wann muss ein Riedenwein, wann darf ein Riedenwein auf den Markt kommen? Habt ihr da längere Zeiten, bis die vermarktet werden dürfen? Ja, genau, da gibt es längere Zeiten, nicht? Das ist der 1. Mai, also und gewisse, sag mal, gewisse Vereine haben auch noch Kriterien, die erst noch später vermarkten dürfen. Nicht? Wow. Da schau an, das ist. Du hast es vorhin mal gesagt und es trifft hier genau zu. Was ist so typisch? Was ist der Unterschied zwischen Morillon aus Steiermark und Chardonnay aus Burgund, wenn wir so wollen? Der hat Exotik im Glas. Also der hat wirklich diese exotischen Papaya-Noten im Glas. Weniger dieses, im Burgund geht es ja ohnehin nicht so sehr um die Frucht. Aber hier haben wir noch eine Frucht und wir haben tatsächlich diese exotischen, reifen Noten. Pfirsich-Gelee. Das ist ganz erstaunlich, ja. Und dann Holz natürlich. Wir haben hier Nougat, Vanille, Ingwer. Also da legt schon mal ein Schippchen drauf, dann noch durchs Holz, klar. Wie du sagst, ja, in der Steiermark kam mir beim Morillon halt immer eine gewisse Frucht und eine gewisse Exotik, wie du sagst, weil Burgund geht man immer wieder zurück, ne? Dann findet man schon oft den weißen Pfirsicher. Aber und wenn man dann nebeneinander das verkostet, ist die Steiermark immer ein dick fruchtiger, ne? Hat er gut gemacht, was mir gefällt. Hier, das Holz, man merkt es witzigerweise in der Nase, man merkt es natürlich auch im Geschmack. Also er hat diese Toastaromatik, aber wieder, ich wiederhole mich, also der lässt der Rebsorte auch den Spielraum. Also der bringt die nicht um, der überlagert die nicht, sondern wir haben immer noch diese Banane, dieses Pfirsich-Gelee und ich finde es sehr schön, diese Nuancen, wie gesagt, von Ingwer, diese leichte Exotik, die, mit der er spielt, die sich dann entwickelt. So das ist schon ein starkes Stückchen. Ja, und jetzt musst du dich natürlich nochmal erklären, lieber Daniel. Wir haben jetzt einen Wein mit 12 Restzucker. Wie geht sich das aus? Trockene steirische Weine bis zu 4 Gramm. Und was habe ich jetzt hier im Glas? Die Ausnahme. Eine Traminer, ja, genau, die Ausnahme. Traminer Köch, die haben die Ausnahme. Und genau. Und das ist halbtrockene Traminer aus den Jahren 2019. So. Bis wie viel Gramm darf Klöch gehen mit den Traminern? Normalerweise halbtrocken. Also das heißt bis 18? Genau, 18, ja, Säure plus. Säure plus 10, ich weiß. Nein, Säure plus 10, ja, genau, sowas. Ja. Es klappt. Lieblich und süß gehen auch, müssen aber Prädikatswein sein. Ja. Muss ein Prädikatswein sein, kann aber nicht, glaube ich, in der Kategorie sein, kam die Frage gerade. Wenn es noch mehr Zucker wäre, also wenn es süßer wäre, muss ein Prädikat draufstehen und kann nicht mehr in der Pyramide auftauchen. Muss als Steiermark deklariert werden, soviel ich weiß. Die Frage kam gerade. Also ich muss sagen, es funktioniert mit dem Traminer. Ich bin wirklich erstaunt. Ganz klar, ganz sauber. Und auch das, für mich präzise, diese Präzision in der Frucht, finde ich sehr schön unaufdringlich. Ganz wichtig, weil ich bin manchmal, wenn ich diese ganz parfümierten Traminer kriege, dann schrecklich zurück. Aber hier ist unaufdringlich, hat richtig, also hat es geschafft, eine Eleganz in den Traminer reinzubringen. Noch hier. Die Süße pusht die Frucht, ist aber nicht vordergründig, ist gut integriert und nicht kitschig, sucht Länge, hat Länge, eine angenehme Würze auch dabei
Also für mich eine Ausnahmeerscheinung, finde ich gut, wusste ich gar nicht, habe ich jetzt gelernt, dass Glöck eben, da muss man manchmal gucken, Sisse, ich kenne nur die offiziellen Sachen, ich habe mich ja eingearbeitet, ich habe mich eingelesen und habe durch dich jetzt gelernt, Daniel. Das finde ich ganz, ganz toll. Glaube ich auch, dass es legitim ist, wenn es solche Ausnahmeregionen gibt und wenn es solche Spezialitäten gibt, wo man sowas anbringen kann. Auf jeden Fall, ja. So stärkt man auch wieder die kleine Region nicht. Es gibt es vielleicht 40 Hektar in Köln, Dramina. Oliver sagt schon, es gibt mehr in Glöch noch davon. Ich sag mal so, wir sind da, wir bleiben da. Daniel und ich laufen nicht weg. Und die Dagmar hat, glaube ich, die Fragen gesammelt und aufgearbeitet. Und ich sage einfach mal, liebe Andrea, liebe Dagmar, Feuer frei für Daniel und ich. Wir beantworten, ich hoffe, es kommen nur Fragen, die ich beantworten kann. Aber ansonsten habe ich einen Daniel. An ihn gebe ich dann immer das weiter, wenn ich nichts mehr zu sagen weiß. Gell? Ja, herzlichen Dank von meiner Seite. Ich habe ein paar Fragen notiert. Das eine hat vor allem also die Klassifizierung der Rieden betroffen. Da hat es auch eine vom Land Steiermark, ja, haben wir den Herrn Grieser dabei. Der hat sich auch zu Wort gemeldet, dass eben die Rieden vom Land Steiermark verordnet werden auf Basis der Empfehlung der regionalen Weinkomitees. Das jetzt einmal gleich vorweg. Und die Frage, die gestellt war, gibt es in der Steiermark nicht zusätzlich eben die Klassifikationen erste Lage bzw. Großlage, wie das vergleichbar ist mit den Lagen von der ÖTW beispielsweise. Teilweise ist das beantwortet worden, aber ja, vielleicht möchtest du dazu nochmal was sagen. Also ich sage mal, ich gebe dir nur einfach das Stichwort, Daniel. Es hat lang gebraucht, bei den Donauländern diese Lagen zu klassifizieren. Wie weit seid ihr denn? Wir sind, glaube ich, erst am Anfang. Also wie gesagt, es gibt ein paar Vereine, die haben privatrechtlich was gemacht. Und so wie die STK, auch wie die ÖTWs, wie die Eruption. Und ich glaube, es gibt Arbeitskreise, und die sind am Schaffen, die sind am Arbeiten. Und wie weit die genau sind, kann ich das nicht sagen. Aber es wird kommen. Ich glaube, ich gehe davon aus. Ja. Es ist im Gesetz verankert. Wir müssen es mal machen. Ja. Dann frage ich mal hinterher, sind denn bei euch überhaupt bis dato die Rieden klar begrenzt? Bis dato, wenn ich Österreich richtig verstanden habe, habt ihr das Problem, dass manchmal die Rieden gar nicht ganz klar abgegrenzt sind? Die Rieden, das ist jetzt im neuen Weingesetz, was ich gehört habe, letztens beschlossen worden. Und jetzt müssen die Rieden alle abgegrenzt werden. Das ist der erste Schritt und dann geht es weiter. Viel Spaß, das wird eine lustige Geschichte, das weiß ich schon. Das wird spannend. Ja, auf jeden Fall. Andrea. Ja, gut, danke schön. Dann Daniel, ich glaube, eine direkte Frage an dich, und zwar die Winzervereinigungen. Du hast ja schon die Eruptionswinzer genannt, aber es sind auch Fragen gekommen, ob du was zu den Dauwinzern bzw. zu den Weinblüten auch sagen kannst. Ja, genau, das hat der Roland Rathke reingeschrieben. Die Dauwinzer, das ist eine Winzervereinigung in Tieschen. Da geht es um Ortswein Tieschen, und das ist ein Burgunder-Cuvée, was ich soweit weiß. Golenslust Alois ist auch dabei, ein Eruptionswinzer. Und die Weinblüten, das sind die sieben Weinblüten aus St. Anna, sind dabei, aus Tieschen, aus Kirch, und die haben sie auch den femininen Wein, ein bisschen also die feminine Seite des Weines wollen sie ja zeigen. Die haben auch ein gemeinschaftliches Produkt, das ist die Rosi, ein Roséwein. Und das sind dann lauter Frauen, oder? Das Winzer. Ja, lauter Frauen, ja, genau. Ja. Was sagt das nicht? Die machen durchaus männliche Weine, da bin ich mir ziemlich sicher, ohne dass ich sie kenne. Ja, dann vielleicht noch was zu den Ortsweinen und den verschiedenen Leitsorten der diversen Orte. Das heißt, also der Sauvignon ist es ja bei allen, aber vielleicht magst du noch was zu den Zweitsorten. Genau, der Sauvignon Blanc ist ja bei allen Sorten dabei, bei den Ortsweinen. Und dann haben sie natürlich die Weinbauvereine der Orte zusammengesetzt und haben gesagt, herausgefunden, nachgeforscht, welche Sorte passt zu unserem Ort am besten, nicht? Und bei Glöch ist es der Dramina, in Straden ist es der Grauburgunder, gibt es auch eine Vereinigung, das ist der Stradener Grauburgunderverein, und in Tieschen sind es die Burgunder Cuvées, das ist natürlich abgeleitet durch den Dau, durch den Tieschen Ortwein. In St. Anna ist noch der Chardonnay. Und das hat jeder Ort selbst aussagen
ausgesucht, für was steht da mein Ort. Ja. Gut, danke. Dann war die Frage, aber ich glaube, das ist ausführlich nochmal behandelt worden mit dem Restzucker und mit den Restzuckergrenzen. Oder möchtest, ja, genau, du noch was, möchtest du was noch sagen dazu? Ich wollte nur sagen, dass die 4-Gramm-Grenze bei den DRC-Weinen gilt, nicht auch bei den Riedenweinen. Es gibt Ausnahmen, so wie der Traminer. Und natürlich gibt es natürlich eine gewisse Messtoleranz. Nicht? Aber natürlich sind, was auch die Frage war, man muss, wenn man bei der Prüfnummer, es steht 4,8 Gramm oder 4,9 Gramm, dann muss man, kann man ihn nochmal einreichen und dann steht beim nächsten Mal 4,5 Gramm und dann ist es erlaubt, dann darf ich zum Beispiel, man kann ein Steiermark DRC aufschreiben auf seine Kette, sonst nicht. Ja, gut, danke. Dann war noch eine Frage, Caro, du wolltest sagen zu Deutschland bzw. dem romanischen System. Und mit der Frage würde ich dann die allgemeine Frage, also unsere interne Fragerunde beenden. Wir würden dann die Aufnahme stoppen. Und ich möchte dann allen die Möglichkeit bieten, also wir haben noch circa eine Viertelstunde uns eingeplant, dass dann ihr euch oder ihr sie sich gerne zu Wort melden könnt. Einfach bitte die Hand heben und dann würden wir die offene Fragerunde beginnen. Dagmar, du kannst jetzt bitte mit der Aufnahme bitte die Aufnahme stoppen. Ja, Deutschland, also ich lerne auch.